Ich hatte schon Angst, dass ich nie mehr richtig schlafen kann und dadurch auch einfach den Job nicht mehr gewachsen bin. Ich finde schon, dass man sich in dem Moment auch ziemlich alleine fühlt. Dann wird man irgendwann vielleicht auch einfach traurig oder auch sauer. Und ich glaube, das ist dann einfach so ein Kreislauf. Mein Name ist Kathi. Ich bin 35 Jahre alt. Seit 8 Jahren bin ich gelernte Erzieherin und bin seit Januar Kita-Chefin. Allerdings kann ich schon sagen, dass das sehr viel Anspannung für mich bedeutet, sehr viel Stress. Also innere Unruhe, das bedeutet für mich, dass man manchmal seinen Körper gar nicht mehr richtig greifen kann, dass man sich in seinem Körper nicht ganz wohl fühlt, dass man nicht authentisch ist. Und wie so kleine Rummeln, die durch den Körper gehen einfach, ja. Das war schon in meiner Jugend so und in der letzten Zeit merke ich das schon mehr. Einfach, weil man sich doch schon auch Ziele setzt und man setzt sich damit unter Druck und dadurch wächst die innere Unruhe doch schon. Ich finde schon, dass man sich in dem Moment auch ziemlich alleine fühlt. Manchmal kann man es gar nicht richtig greifen, warum man jetzt andauernd wach wird und... Also ich glaube, damit man hat auch dann immer einen Druck, immer dann wieder einschlafen zu wollen. Und das funktioniert einfach nicht. Und dann wird man irgendwann vielleicht auch einfach traurig oder auch sauer. Für mich ist das Fahrradfahren schon ziemlich Entspannung einfach. Also das morgens ganz alleine so um 5.30 Uhr loszufahren und die Sonne aufgehen zu sehen, das ist für mich also eins der schönsten Gefühle, die es gibt, ja. Mittlerweile habe ich Strategien entwickelt für mich, um mit der inneren Unruhe besser klarzukommen. Und ich habe mir ein kleines Glas angelegt. Dort sind kleine Zettelchen drin und die habe ich mir bewusst mal angelegt. Ich habe alles aufgeschrieben, was gut in meinem Leben ist, habe die zusammengerollt, habe die verklebt und habe die ins Glas geworfen. Und immer wenn es mir schlecht geht oder wenn ich innere Unruhe verspüre, dann greife ich danach, um mir wieder einfach auch bewusst zu machen, was eigentlich alles toll in meinem Leben ist. Und man sollte sich das immer wieder vor Augen führen, wofür man dankbar ist. Ich hatte schon Angst, dass ich nie mehr richtig schlafen kann. Ja, ich habe was gesucht, was mich sanft in den Schlaf bringt und was den Druck abfallen lässt. Ja, das Mittel Nervurin hilft mir sehr. Es lässt mich abends besser einschlafen. Und ja, ich fühle mich damit fit und total erleichtert am frühen Morgen. Wach zu sein, nicht mehr müde zu sein, das ist schon echt toll.